Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Diode als ideales Bauelement in der Leistungselektronik. Das Schaltsymbol der Diode ist dieses Dreieck mit dem Strich. Wir haben über die Diode eine Spannung. Hier ist die Kathode, hier ist die Anode, also ist das UAK. Und der Strom, der durch die Diode fließt, ist entweder nur der Strom I oder der Strom ID. Die Diode wird zunächst als idealer Schalter betrachtet und wenn wir uns einen Schalter anschauen, dann müssen wir wissen, dass ein Schalter zwei Zustände hat, nämlich einen Einzustand und einen Auszustand. Den Einzustand eines Schalters kann man am besten schon durch sein Schaltbild charakterisieren und wir sehen, eine Spannung über diesen Schalter fällt nicht ab, während wir über den Strom keine Aussage treffen können. So hat also ein Schalter, der irgendwo im Lager liegt, wenn er eingeschaltet ist, auf jeden Fall die Spannung 0, während der Strom beispielsweise dann auch natürlich 0 ist. Ein Schalter in einer Hochspannungsanlage hat auch entsprechend die Spannung 0, während dann ein sehr hoher Wechselstrom beispielsweise durch diesen Schalter fließen kann. Für den Auszustand können wir uns denken, dass dieser Schalter sich von den Eigenschaften her komplementär verhält. Das heißt, wir tauschen jetzt U und I. Wir haben eine Aussage über den Strom. Wir wissen, ein geöffneter Schalter hat auf jeden Fall den Strom 0. Ob er im Lager liegt oder es ein Trenner ist in einer Hochspannungsanlage, der Strom durch diesen Schalter ist 0. Über die Spannung wiederum können wir keine Aussage treffen. Die Spannung ist abhängig von der Schaltung, in der sich der Schalter befindet. Die Kennlinie des idealen Schalters sieht dann so aus, zeichnen also die stationäre Kennlinie auf. Da haben wir auf der einen Achse U, auf der anderen I. Und für den ausgeschalteten Schalter ist auf jeden Fall der Strom immer 0 und die Spannung kann beliebige Werte annehmen, während für den eingeschalteten Schalter auf jeden Fall die Spannung 0 ist, während der Strom jeden beliebigen Wert einnehmen kann. Ich sehe gerade hier, hätten wir das rot machen können. Das sind die einleitenden Worte zum Schalter. Gehen wir jetzt zur Diode über. Was hat die Diode gemeinsam mit einem Schalter? Die Diode ist ein selbsttätig schaltender Schalter. Und das Prinzip, was benutzt wird, ist das eines Ventils. Eines Ventils, so wie wir es auch vom Autoreifen kennen. In einer Richtung kann Luft einströmen, nämlich von außen, wenn der Druck größer ist als der Druck im Innern des Autoreifens. Und raus kann die Luft, zumindest durch das Ventil, nicht mehr. Selbsttätig schaltender Schalter. Also auch hier haben wir die beiden Zustände, natürlich den Zustand ein und den Zustand aus. Allerdings ist es jetzt nicht so wie beim Schalter, dass wir von außen festlegen können, wann dieser Ventilschalter ein- und ausschaltet, sondern vielmehr entscheidet die äußere umgebende Schaltung, ob sich dieser Ventilschalter im Zustand ein- oder aus befindet. Wechselt die Spannung über den Schalter das Vorzeichen von Minus nach Plus, schaltet der Schalter ein. Also wir kommen in den eingeschalteten Zustand über den Vorzeichenwechsel der Spannung U. Tatsächlich kommen wir gar nicht in den positiven Bereich rein. Wir gucken uns das gleich in der Kennlinie an, sondern nur bis 0. Aber wichtig ist, dass die Spannung für das Einschalten verantwortlich ist. Für das Ausschalten ist wiederum der Strom verantwortlich. Wechselt der Strom das Vorzeichen von Plus nach Minus, schaltet unser Ventil aus. Wie können wir das in einer Kennlinie darstellen? Die Kennliniendarstellung ist jetzt wie folgt. Jetzt können wir auch UAK und ID dran schreiben und wir sehen, das hier ist also der Einschaltteil. Hier hat man noch vergessen, das zu beschreiben. Ein und hier ist aus, die grüne Kennlinie. Und aus ist jetzt nur auf diesem negativen Ast. Das bedeutet, wenn die Spannung negativ ist, ist der Schalter ausgeschaltet, ist also offen und führt keinen Strom. Wird die Spannung positiv, schaltet unser Ventil ein. Größer ist hier, wie gesagt, etwas mit Vorsicht zu genießen, denn größer als 0 kann die Spannung hier nicht werden. Sie wird 0, aber kommt sie von 0, schaltet unser Ventil ein. Kommen wir mit dem Strom Richtung negativ, also haben wir einen positiven Strom, wollen wir in diesen Zweig rein, dann schaltet unser Ventil aus und das bedeutet I kleiner gleich 0. Wofür wird so ein leistungselektronischer Schalter verwendet?
erfindet sich hauptsächlich in Gleichrichtern und Freilaufzweigen.